Hallo meine Lieben, willkommen zu unserem Schamanenkurs. Dies ist eine sehr tiefe Ausbildung, nach der ihr vieles wissen werdet, was nur Schamanen wissen. Das sind sehr heilige Kenntnisse, die vom Meister zum Schüler übertragen werden. Wusstet ihr, dass ihr nicht nur eine Seele habt, sondern ganze fünf? Ja, nach schamanischer Tradition haben wir fünf Seelen. Vier Seelen erhalten wir von den vier Hauptgöttern des Schamaninnen-Pantheons. Von dem Gott der Ewigkeit, Tengri, erhalten wir die Seele Ai. Von dem Gott der Zukunft, Ulgin, erhalten wir die Seele Boss. Von der Göttin der Gegenwart, Umai, erhalten wir die Seele Kut. Von dem Gott der Vergangenheit, Erlik, die Seele Tess. Und einer der schamanischen Götter gibt uns die Seele Sur. Gut, vielleicht seid ihr jetzt etwas verwirrt. Das macht nichts. Wir werden einige Lektionen haben und in jeder werden wir besprechen, welche Qualitäten euch jede Seele verleiht. Ihr werdet erfahren, ob ihr die Vergangenheit ändern könnt und was zu tun ist, um Depressionen zu vermeiden, wenn ihr mutlos seid und einfach nicht leben wollt. Ihr werdet lernen, wie ihr eure Träume und Wünsche verwirklichen könnt. Selbst die Kühnsten. Denkt schon jetzt darüber nach, wovon ihr träumt. Wir werden eine Lektion haben, in der wir euren Traum verwirklichen. Ihr werdet erfahren, woher ihr die Kraft für euren Erfolg nehmt, wie man immer gesund und jung bleibt. Außerdem werdet ihr lernen, wie ihr euren Liebsten, eurer Familie und euren Verwandten in allen Lebenslagen helfen könnt. Meine Lieben, alles liegt in euren Händen. Wollt ihr eure Bestimmung erfahren? Möchtet ihr verstehen, welche Mission ihr auf dieser Erde, in diesem Körper habt? All das wird euch durch unseren Kurs zugänglich gemacht. Und ihr werdet auch die Göttin Choctal kennenlernen und erfahren, wie man Liebe und häuslichen Frieden in Komfort und Harmonie bewahrt. Es erwartet euch sehr viel Interessantes. Ihr werdet sogar den Geist der Stadt kennenlernen. Ja, stellt euch vor, ihr werdet lernen, mit Geistern zu kommunizieren und wie man sie um Hilfe für die Erfüllung eurer Wünsche bittet. Was wollt ihr? Wovon träumt ihr? Es ist Zeit, all eure Träume zu verwirklichen. Lasst uns gleich beginnen. Viele fragen mich oft, warum wir einen Schamanenkurs brauchen. Wir sind doch moderne Menschen, die in einer modernen Welt leben. Warum brauchen wir Wissen über Geister? Es scheint tatsächlich so, als ob dieses Wissen längst veraltet ist. Aber das ist keineswegs der Fall. Es gibt so etwas wie praktischen Schamanismus. Mit Hilfe schamanischen Wissens könnt ihr euer Leben verändern, die Vergangenheit und die Zukunft ändern, Beziehungen zu euren Liebsten verbessern, alle Streitigkeiten und Konflikte vermeiden und sie ganz vergessen. Wollt ihr gesund sein? Wollt ihr erfolgreich und schön sein? Wollt ihr, dass eure Familie, eure Liebsten und nahestehenden Menschen euch immer anlächeln, euch mit einem halben Wort verstehen und in Wohlstand leben? Wirklich? Seid ihr sicher? Wenn ihr das wirklich wollt, dann ist dieses schamanische Wissen für euch. Es ist nicht archaisch, es ist nicht von irgendwelchen wilden Menschen aus Höhlen oder Wäldern erfunden. Nein, schamanisches Wissen ist Wissen über unser Leben, darüber, wie man gesund, schön, erfolgreich und jung sein kann, wie man seinen Liebsten Liebe schenkt und wie man sein Leben so gestaltet, wie man es möchte. Wenn ihr bereit seid, dies zu erfahren, schließt euch unserem Schamanenkurs an. Alles liegt in euren Händen und die Geister werden euch helfen. Meine Lieben, wenn ihr in eurem Zuhause Liebe, Harmonie und Verständnis herrschen lassen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt an die Göttin Choctal wenden.
Die Göttin Choctal ist die Hüterin des Familienwohls. Die Göttin des Feuers. Sie ist ein sehr schönes Mädchen mit feurigen Haaren und in ihren Händen hält sie eine 30-köpfige Flamme. Sie bringt Liebe und Wärme mit sich. Und wenn die Göttin Choctal in eurem Haus erscheint, wird in eurer Familie immer Liebe, Wärme in Beziehungen und tiefes Verständnis füreinander herrschen. Deshalb ist es sehr wichtig, in jedem Haus einen Altar zu haben, der der Göttin Choctal gewidmet ist. Dafür braucht ihr ein Bild von ihr. Stellt unbedingt ein schönes, beleuchtetes Bild der Göttin Choctal in eine Ecke eures Hauses und neben ihr sollte immer eine Kerze brennen. Dieser Altar wird euch helfen, alle Sorgen und Unglücke eures Hauses zu verbrennen, alle Krankheiten, alle Ängste und Kränkungen, vollständig alles. Denn die Göttin Choctal hat eine solch großartige Gabe, sie kann Hindernisse auf dem Weg zerstören. Und wenn ihr etwas loswerden wollt, wenn euch etwas sehr in der Familie stört, in den Beziehungen zu euren Liebsten, vielleicht hat euer Kind eine Abhängigkeit von Computern oder, Gott bewahre, Drogen, vielleicht leidet jemand aus eurer Familie an unheilbaren Krankheiten. Vielleicht habt ihr ständige Konflikte in der Familie und wisst nicht, wie ihr sie loswerden könnt. Schreibt auf ein Blatt Papier alle familiären Probleme, von denen ihr euer Zuhause reinigen wollt, eure Wohnung säubern wollt. Wenn es spezifische Personen betrifft, schreibt ihren Namen und das damit verbundene Problem auf. Und auf eurem Altar, vor dem Bild der Göttin Choctal, verbrennt diese Liste von Problemen und Unstimmigkeiten in der Flamme einer geweihten Kerze, damit sie für immer aus eurem Leben verschwinden. Legt unbedingt die Musik der Transformation auf, die persönlich für euch nach eurem numerologischen Code ausgewählt wurde. Und dann werden zusammen mit diesem Blatt Papier alle Probleme eurer Ahnenlinie verbrennen. Versucht es! Vor etwa 5 Jahren wandte sich eine junge Frau an einen unserer Meister. Sie bat um Hilfe für ihre Schwester Christine, die mit ihrem noch ungeborenen Kind im Krankenhaus auf der Intensivstation lag. Es stellte sich heraus, dass Christine zusammen mit ihrem Mann und der gesamten Familie kürzlich in ein neues Haus umgezogen war. Dem Mann ging es beruflich aufwärts und alles schien wunderbar. Sie erwarteten ihr drittes Kind. Natürlich wollten sie aus der stickigen Stadt, aus einer kleinen Wohnung in ein großes Haus ziehen. Sie konnten es sich auch leisten. Aber sobald sie dorthin umgezogen waren, brach eine regelrechte Flut von Unglücken über ihre Familie herein. Zuerst begannen die Probleme auf der Arbeit des Mannes. Ein Schuldenkarussell zog ihn so stark in seinen Bann, dass er bereit war, das Haus, das sie gerade erst als Familie gekauft hatten, zu verpfänden. Ihre älteren Kinder wurden krank, der Sohn litt an Panikattacken und die Tochter lag mit hohem Fieber von 38,5 Grad im Bett und kein Arzt konnte eine Diagnose stellen. Niemand konnte den Grund der Entzündung bestimmen, woran das Mädchen litt und wie man ihr helfen konnte. Die Ärzte waren ratlos. Ein Monat später brach in ihrem Haus ein Feuer aus. Die Küche fing Feuer, während die junge Mutter kochte. Sie erschrak sehr um sich und ihre Kinder. All dies führte dazu, dass sie zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ihre Schwester, die sich an uns wandte, war sehr besorgt und bat um Hilfe. Und es stellte sich heraus, dass das Problem im Wohnhaus lag. Die vorherigen Eigentümer hatten dort negatives Karma geschaffen, was sich auf die Kinder, auf Christine selbst und auf ihren Mann auswirkte. Natürlich reiste der Schamane sofort zum Haus und führte eine Reinigung des Wohnhauses durch, indem er die Göttin Choctal herbeirief. Mit ihrer warmen Flamme und ihrer Liebe wärmte sie das häusliche Familienwohl. Und schon einen Monat später gebar Christine ein gesundes Mädchen, kehrte zurück in ein nun sauberes, strahlendes Zuhause. Ihr Mann empfing sie mit Geschenken und Blumen. Seine Geschäfte gingen wieder bergauf, wie durch Zauberhand. Die Kinder erholten sich, die Panikattacken des Sohnes verschwanden und die Tochter trat in eine Tanzschule ein, weil sie einfach überflüssige Energie hatte. Meine Lieben, wenn, Gott bewahre, irgendwelche Unfälle mit euch und eurer Familie passieren, achtet zuerst auf euer Zuhause und fragt den Schamanen, was getan werden muss, um euer Haus mit Energie, Liebe und Freude zu füllen. Und jetzt werden wir zusammen ein starkes Reinigungsritual für euer Zuhause durchführen. Dazu benötigt ihr eine geweihte Kerze. Wenn ihr keine solche Kerze habt, nehmt eine gewöhnliche Kerze und sprecht ein Gebet darüber. Wenn ihr euch gerade fern von eurem Zuhause befindet, dann wandert jetzt in Gedanken durch euer Haus. Stellt euch alle Räume, alle Ecken und Winkel vor. Ich werde euch in diesem Ritual führen. Folgt mir.
Ich erfuhr von euren Methoden durch eine Freundin und schon nach der ersten Praktik war ich begeistert. Nach nur 10 Minuten einer Praktik verschwand eine 20 Jahre alte Verletzung aus meinem Herzen. Ich folgte weiter eurer Methode und ein paar Tage später machte mein Liebster mir ein riesiges Geschenk, die Schlüssel zu einem Raum für meinen Ökoladen. Von ganzem Herzen danke ich euch. Hier stehe ich jetzt in meinem Traum, dem Ökoladen. In 3 Tagen ist die Eröffnung. Ich werde allen meinen Kunden von euch erzählen. Praktik, die der Göttin Choctaw gewidmet ist. Steht auf und entspannt euch. Hört die Klänge der Musik der Transformation, die in euch eindringen. Ihre magischen Klänge stimmen euch auf die Verbindung mit der höheren Welt ein. Nehmt einen sanften Atemzug, eine ruhige, langsame Ausatmung. In euren Händen haltet ihr eine erleuchtete Kerze. Stellt euch auf dem inneren Bildschirm euer Zuhause, eure Wohnung vor. Wenn ihr gerade zu Hause seid, stellt euch in die Mitte des größten Raumes. Diese Praktik sollte durchgeführt werden, wenn außer euch niemand im Haus ist. Ihr steht in der Mitte des größten Raumes eures Hauses. In euren Händen haltet ihr eine heilige Kerze. Eure Hände sind in einer betenden Geste vor eurer Brust gefaltet. Schaut auf das heilige Bild der Göttin Choctaw. Und indem ihr ihre Kraft anruft, ihre Macht anruft, die Göttin des Feuers um Hilfe bittet, singen wir ihren heiligen Namen. Nehmt einen Atemzug. Choctaw. Atemzug. Und ein drittes Mal Atemzug. Choctaw. Fühlt,
wie die Kraft der Göttin Choctal in euch eindringt. Eine angenehme Wärme breitet sich in eurem ganzen Körper aus. Und in euren Händen ist nicht mehr nur eine Kerze. In euren Händen ist eine dreiköpfige Flamme. Die Kraft der Göttin Choctal manifestiert sich jetzt durch euch. Beginnt, euch durch euer Haus zu bewegen, indem ihr den Raum entlang des Perimeters durchquert. Reinigt ihn mit der Flamme der Kerze. Besonders aufmerksam solltet ihr dabei die Ecken des Raumes mit der Flamme behandeln. Singt den Namen Choctal und bittet sie, euer Zuhause von allen Übeln und Unglücken zu reinigen. Reinigt euer Haus von Krankheiten, Ängsten und Kränkungen. O heilige Flamme, ich bitte dich, reinige mein Haus von Streitigkeiten und Konflikten. O mächtiges Feuer, ich bitte dich, befreie meine Liebsten von Schmerzen und Leiden. O mächtige Göttin Choctal, ich wende mich an dich und bitte, reinige meine Wohnung von Geldnot, Ängsten und Unsicherheiten. Nachdem ihr den gesamten Raum entlang des Perimeters durchquert und die Ecken gereinigt habt, stellt euch in die Mitte des Raumes, streckt die Arme vor euch aus, haltet die Kerze mit beiden Händen und dreht euch im Uhrzeigersinn, während ihr mit dem Feuer drei Kreise auf drei Ebenen beschreibt. Auf Höhe eurer Füße, auf Höhe eures Herzens und über eurem Kopf. Nachdem ihr fertig seid, bewegt euch in einen anderen Raum und reinigt so jeden Raum eures Hauses. Zusammen mit den Klängen der Musik der Transformation reinigt ihr euer Nest der Ahnenlinie. Ihr befreit alle eure Verwandten und Liebsten von Unheil und Unglücken.
indem ihr zur Göttin Choctai ruft und das Feuer bittet, euch und eure Familie von allem Pech zu befreien. Ihr geht den Perimeter jedes Raumes ab, besonders achtsam in den Ecken, und beschreibt einen Kreis über dem Bett. Dann stellt euch in die Mitte des Raumes. Und beschreibt drei Kreise auf der Höhe des Bodens, der Brust und über dem Kopf. Nachdem ihr die Reinigung mit dem Feuer abgeschlossen habt, stellt die Kerze auf den Altar der Göttin Choctai. Lasst sie herunterbrennen und euer gesamtes Zuhause reinigen. Nun stellt euch in die Mitte des größten Raumes eures Hauses und führt den Tanz für die Göttin Choctai auf. Eure Hände sind wie Flammenzungen. Ihr führt den Feuertanz aus. Ihr selbst brennt wie eine Flamme. Führt den Tanz aus, indem ihr euch um euch selbst dreht und euer Haus mit Liebe, Wärme, Freude, Lachen, Gesundheit und Kraft füllt. Führt Bewegungen aus, die Feuerbälle erschaffen und richtet sie um euch herum aus, um den Raum zu wärmen und Gemütlichkeit zu schaffen. Schafft einen Reichtumsball und richtet ihn auf eure Liebsten. Euer feuriger Tanz für die Göttin Choctai füllt euer Haus mit Licht. Ihr erschafft Glück und füllt damit jede Ecke eures Hauses. Stellt euch jedes Mitglied eurer Familie vor. Jede Person, die in diesem Haus lebt, und richtet ihm die Energie, die Kraft zu, die er braucht. Selbstvertrauen, Lebensfreude, Freiheit, Kreativität erfüllen euer ganzes Wesen. Ihr seid erfüllt von Kraft.
Ihr seid die lebendige Manifestation der Göttin Choctal. Verlangsamt eure Bewegungen und beendet den Tanz. Spürt, wie das Feuer immer noch in euch brennt. Seht, wie euer Haus mit Licht und Wärme gefüllt ist. Das ist ein wahres Familienwohl. Und jeder, der in euer Zuhause kommt, wird mit Liebe und Verständnis gewärmt. Jeder, der in euer Haus kommt, wird mit einem Lächeln und warmen Umarmungen begrüßt. Und heute, wenn ihr eure Verwandten und Freunde trefft, umarmt sie unbedingt. Und sagt ihnen, wie sehr ihr sie liebt, wie wichtig sie für euch sind. Teilt mit ihnen die Liebe, die euch die Göttin Choctal geschenkt hat. Die Liebe, die in eurem Herzen brennt. Legt eure Handflächen in einer betenden Geste vor die Brust und dankt der Göttin. Dankt dem heiligen Feuer, in dem ihr ihren Namen singt. Atmet ein. Choctal. Verbeugt euch vor der Größe der Göttin Choctal. Steht auf und öffnet eure strahlenden Augen, um dieser wunderschönen Welt zu begegnen. Stellt euch eure Liebsten vor. Sie gedanklich. Schaut in ihre strahlenden Augen und teilt die Liebe, die ihr fühlt. Sagt euren Liebsten und Nahestehenden gedanklich, du bist geboren, um Liebe in diese Welt zu bringen. In dir brennt das Feuer der Liebe.
Herzlichen Glückwunsch. Die Göttin Choctal hat euer Zuhause, euer Haus besucht. Sie hat es mit ihrer Anwesenheit erleuchtet. Das bedeutet, dass von nun an Harmonie und Verständnis in eurem Haus herrschen werden. Wenn euer Zuhause jedoch sehr stark verschmutzt ist, wenn in eurem Haus ständig Streitigkeiten und Konflikte herrschen, wenn in eurem Haus, Gott bewahre, jemand gestorben ist, vielleicht war es sogar kein Mitglied eurer Familie, möglicherweise habt ihr eine Wohnung oder ein Haus erworben, in dem bereits Todesfälle, Konflikte und Streitigkeiten vorgekommen sind. All diese negative Energie hat sich in eurem Zuhause gesammelt und muss entfernt werden. Das Zuhause muss gereinigt werden. Daher führt dieses Ritual mindestens 7-mal selbstständig bei euch zu Hause durch. Schaltet immer die Musik der Transformation ein, damit sie euer Haus mit ihren magischen Klängen erfüllt und es von allen Übeln und Unglücken reinigt. Erstellt unbedingt einen Altar für die Göttin Choctal mit ihrem Bild und einer Kerze in eurem Haus. Und sobald ihr den Schamanen trefft, sobald unsere Meister zu euch kommen, bringt unbedingt einen Gegenstand aus eurem Haus mit, der dort viele Jahre aufbewahrt wurde. Lasst ihn sich mit der Kraft und Energie des Seminars füllen. Und wenn ihr ihn nach Hause zurückbringt, stellt ihn auf den Altar der Göttin Choctal, damit von diesem Gegenstand wie von einem Lichtstrahl Gutes und Liebe auf euer ganzes Haus ausstrahlen. Ihr könnt auch zum Schamanen gehen und ihn bitten, ein individuelles Reinigungsritual für euer Zuhause durchzuführen. Dann wird der Schamane zusammen mit der magischen Trommel, mit magischen Geistern in euer Haus kommen und es für immer von allen Übeln, Unglücken und Krankheiten reinigen. Ihr und eure ganze Familie, all eure Liebsten werden immer gesund, glücklich und wohlhabend sein. Möge in eurer Familie, in eurer Ahnenlinie, in eurem Haus Harmonie und Liebe herrschen. Räumt euren Wohlstandsraum durch ein Ritual frei, das euch ein Medium unserer Schule auf einem Seminar an einem Ort der Kraft durchführen wird. Auch ein Amulett wird euch helfen. Tragt es 21 Tage lang bei euch und die Geister des Amuletts werden euch bei der Lösung aller Probleme helfen. Jetzt ist eure Zeit gekommen, den Menschen direkt zu helfen. Die Kraft wird zu euch auf unserem Seminar kommen. Bringt neue Menschen zu den Kursen unserer Schule und dann wird das Glück, Wohlstand, Gesundheit und Liebe zu euch kommen. Bis bald. Früher war meine Mutter traurig, weinte oft. Sie hörte auf, mit mir zu spielen, spazieren zu gehen. Ich bat meinen Schutzengel, ihr zu helfen. Und plötzlich begann Mama zu tanzen, sich zu freuen und zu Hause erschien eine schamanische Trommel. Wir lernen zusammen darauf zu spielen. Mama sagte, sie habe eine Fee getroffen. Danke an den Schutzengel, die Fee, die geholfen haben. Auch Papa ist zurückgekommen und nicht allein, sondern mit einem Hund, unserem neuen Freund. Und wir sind in ein größeres Haus umgezogen. Danke, dass wir glücklich sind. Lade deine Bekannten und Freundinnen ein. Teile mit ihnen den Link zu diesem Video. Je mehr wir sind, desto schneller werden wir die Welt retten. Wenn du ein Geschenk, eine besondere Musik der Weltraumfrequenz erhalten möchtest, dann hinterlasse deinen Kontakt. Klicke auf den Link und wir werden dir dein Geschenk per E-Mail zusenden. Folge dem Link in der Beschreibung oder scanne den QR-Code. Du wirst erstaunt sein über die starke positive Wirkung dieser Musik. Deren positive Wirkung wurde in wissenschaftlichen Studien bewiesen und stammt aus alten Tempeln. In unserer extremen Zeit, in der das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel steht, ist es sehr wichtig, dass das Wissen der Engel und Hellengeister so schnell wie möglich in der ganzen Welt verbreitet wird und Tausende von Menschen erreicht. So können wir die Zukunft der gesamten Menschheit verändern. Deshalb wenden wir uns an dich, geliebte Seele des Lichts. Verbreite das Wissen über unsere weisen Bücher und Filme. Teile Links zu Videos oder Zeichentrickfilmen. All dies ist verfügbar und kostenlos. Lade Frauen zu individuellen Praktiken, Webinaren und Seminaren ein. Und der große Geist des Lichts wird dir und deiner Familie helfen. Er wird eine enorme Menge an Energie lenken, um all deine Wünsche zu erfüllen.
Die hellen Geister und Engel werden dir und deinen Lieben in allen Angelegenheiten helfen. Ein Strahl des Lichts und der Liebe von deinem Herzen erreicht die Herzen suchender Frauen und die Schaffung des Guten und die Verbreitung des hellen Wissens in die ganze Welt beginnt. Werde Teil der hellen Mission. Hilf den Menschen und Gott wird dir helfen. Das Sinklied der Koordinatoren des Planeten, Rettung der Erde. Heute erfährst du, auf welche Weise die hellen Kräfte, Engel und Gott selbst unserem Planeten Erde helfen. Betrachtet Aufmerksamkeit die Illustration. Unten sehe den Kailash. Das ist einer der kraftvollsten energetischen Punkte auf der Erde. Du siehst den Geist von Kailash. Der Dreizack Shivas befindet sich in der Gegend seines dritten Auges. Der Kailash ist ein Punkt der Akkumulation enormer Energie. Hier sammelt sich die Kraft der Erde und wird auf dem gesamten Planeten übertragen. Direkt über dem Kailash befindet sich der Sinkel der Koordinatoren des Planeten. Das sind die höheren Seelen, die großen Meister, die auf die Erde gekommen sind und jetzt auf der subtilen Ebene weiterhin unserem Planeten helfen, für ihn beten. Buddha, Christus, Krishna, Osho, der Hüter des Wissens, Mohammed, Zarathustra, all diese großen Meister der Menschheit, die einst auf der Erde verkörpert waren, helfen weiterhin aus der subtilen Ebene. Du siehst, wie sie jetzt Energiestrahlen auf unseren Planeten richten, für ihn beten und einen Fluss heller, gütiger Energie herabsenden. Dank ihrer Gebete geschehen auf unserer Erde Wunder. Es geschehen gute Ereignisse. Und über den gesamten Planeten schwebt der Geist des Egregors, der große Heilige Geist, der herabkommt, indem er sich durch den großen Meister auf unserer Erde manifestiert. Als Christus dem heiligen Fluss Jordan getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihn herab. Der Geist des Egregors. Seitdem wurde Jesus zum Christus. Er manifestierte den Heiligen Geist durch sich selbst, vollbrachte Wunder, heilte Menschen, opferte sich im Namen der ganzen Menschheit und sühnte alle menschlichen Sünden. Mit diesem Mysterium zeigte er die ganze Natur der Menschheit. Und zu seiner Zeit rettete er unseren Planeten vor dem Untergang. Buddha, in einem Prinzen verkörpert, wurde ein Asket und Einsiedler. Er erlebte viele Schwierigkeiten des Lebens, erleuchtete und lehrte Tausende von Schülern, brachte das Licht Gottes, das Licht des Universums, heilte und rettete den Planeten und führte die vereinten Seelen zum Licht. Zarathustra, Krishna, der Hüter des Wissens, Aurobindo, all diese großen Meister des Planeten kanalisierten durch sich selbst den Geist des Egregors. Der Heilige Geist manifestierte sich durch sie und das schuf ein Gegengewicht zu den dunklen Kräften, die auf dem Planeten Erde wirken, dem teuflischen Übel, das die Menschen ständig zu Konflikten, Krieg, Streitigkeiten antreibt, die Krankheiten, Zerstörungen und Katastrophen mit sich bringen. Die großen Meister der Menschheit, vereint im Sinklied der Koordinatoren des Planeten, inkarnieren jeweils einzeln auf unserer Erde. Und zusammen in ihrem Kreis von engsten Schülern schaffen sie ein Feld des Lichts, der Liebe und der Kraft. Sie kämpfen gegen alle dunklen Energien, gegen das ganze Übel, das derzeit auf dem Planeten herrscht, indem sie Kriege stoppen und verhindern, dass die Menschheit unseres Planeten endgültig zerstören. O
Ohne die Weisen würden die Menschen zu Barbaren werden. Ohne das wahre Wissen, das die Erleuchteten bringen, würden die Menschen schnell untergehen. Denn Tag für Tag werden sie immer dümmer. Sie schaffen selbst Waffen, mit denen sie sich gegenseitig töten. Sie zerstören den Planeten, indem sie Fabriken errichten, technokratischen Fortschritt machen, aber damit einfach nur die Erde zerstören. Durch die dunklen Seen, wie die hellen, reinen, leuchtenden Meister, indem sie einen Raum der Liebe und des Lichts schaffen, Ökosiedlungen gründen und spirituelles Wissen in die Welt verbreiten, ihnen ihre dunklen Taten verwehren. Genau deshalb versuchen sie immer, die großen Meister zu diffamieren. Als Christus in Jerusalem einzog, wurde er mit Palmzweigen begrüßt, die ihm zu Füßen gelegt wurden. Hosanna, König der Juden, riefen die Menschen begeistert. Doch dann begannen die Pharisäer, Christus zu verleumden und die Menschen gegen ihn aufzuhetzen. Und dieselbe Menge, die sein Eintreten in Jerusalem begeistert begrüßt hat, warf dann Steine auf ihn und schrie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! So war es zu allen Zeiten. Alle großen Meister wurden verfolgt. Buddha hat immer enorme Missbilligungen erlebt, sowohl von seiner Familie als auch von einfachen Menschen, die immer seinen Weg und den Weg seiner Schüler verurteilten. Nur die Auserwählten, die hellen, reinen Seelen, sind in der Lage, den großen Meister zu sehen, sind in der Lage, den Geist des Egregors zu erkennen und anzuerkennen, der sich durch die Weisen manifestiert. Es sind nur die auserwählten Seelen, die auf die Erde inkarniert wurden, um den Planeten zu retten, um die ganze Menschheit zu retten, die zum Licht gehen, den Meistern folgen, in spirituelle Schulen eintreten, eine Pilgerreise unternehmen und ihren spirituellen Weg niemals verraten. Es gibt sehr wenige solche Menschen auf der Erde. Und wenn du jetzt dieses Video anschaust, wenn du in deinem Herzen ein Echo verspürst, dann bist du genau so eine Seele. Du bist ein Auserwählter des Lichts. Du bist auf diese Erde verkörpert worden, auf Befehl des Sinklits, der Koordinatoren des Planeten. Und du musst Kontakt mit ihnen aufnehmen. Du musst in Kontakt treten mit dem Geist des Egregors und deine große Mission in Erinnerung rufen, mit der du auf die Erde gekommen bist. Denn du hast ein großes Schicksal und eine Bestimmung, die Menschen zum Licht, zur Wahrheit, zum Wissen zu führen, Weisheit, Licht und Liebe auf unseren ganzen Planeten zu verbreiten. Wenn viele große Meister gleichzeitig auf der Erde verkörpert wären, würde das Leben auf der Erde in einem wunderschönen Garten erblühen. Aber Gott schickt absichtlich die Meister einzeln auf unseren Planeten, damit der Kampf der dunklen und hellen Kräfte fortgesetzt wird. Denn gerade in diesem Kampf, in diesem Widerstand, entwickelt sich jede Seele, indem sie ihre Wahl zwischen Gut und Böse trifft. Diese Wahl treffen wir jede Sekunde, jeden Augenblick unseres Lebens. Eine spirituelle Praktik machen oder die Lieblingsserie anschauen. Einen Spaziergang im Wald machen oder zu Hause vor dem Fernseher bleiben. Morgens aufstehen und joggen oder im Bett liegen und schlafen. Jedes Mal treffen wir die Wahl, entweder für die Entwicklung oder für die Degradation. Und das ist die Wahl zwischen Gut und Böse. Und nur die großen Weisen, die Meister des Sinklits, der Koordinatoren des Planeten, sind in der Lage, wahres Wissen und Wahrheit zu vermitteln und die Menschen zur spirituellen Entwicklung zu bewegen. Wenn sie kommen, werden ihre nächsten Schüler zu denselben Leitern. Aber wenn ein Meister geht, wird die Religion einfach zur Dogmatik. Sie verkommt und wird zu einer gesellschaftlichen Institution. Als die Meister lebten, trug ihre Religion das Licht. Heute hat sie sich einfach in Politik verwandelt.
und oft wird sie als Werkzeug zur Manipulation von Menschen verwendet. Es gibt nicht mehr das alte Wissen und Licht. Es bleiben nur noch Dogmen, Moral und Suggestion. Und all das wahre Wissen, das im Universum existiert, wird von Synclit, der Koordinatoren des Planeten, aufbewahrt. Und es sendet immer neue Meister, die dieses wahre Wissen bringen, aber in einer neuen Form, nicht so wie früher. Denn alle großen Meister erzählen uns von ein und demselben. Aber sie verwenden verschiedene Bilder, verschiedene Kenntnisse, treten manchmal absichtlich im Gegensatz zur bestehenden Religion auf, um die Menschen zu erwecken. Denn als Buddha kam, sagte er, dass es keinen Gott gibt. Absichtlich im Gegensatz. Als Christus kam, sagte er zu den Sklaven, ihr seid frei. Sie konnten das nicht verstehen, aber Christus führte sie ins Reich Gottes, zur wahren Erleuchtung. Jeder Lehrer, jeder Meister, der vom Synclit, der Koordinatoren des Planeten, geleitet wird, geht immer gegen die gesellschaftliche Moral vor, zerstört Muster und Stereotypen und ruft damit den Zorn derjenigen hervor, die versuchen, diese Moral zu bewahren, die Menschen zu knechten, sie in Unterwürfigkeit zu halten und mit ihnen zu manipulieren. Daher kommt es zu Kämpfen gegen Sekten, zu ständigen Verfolgen großer heiliger Menschen, zum Wunsch, sie zu isolieren, ins Gefängnis zu werfen oder zu kreuzigen. Genau deshalb wird der Synclit der Koordinatoren die Erde vor dem Verfall retten. Und wir müssen ihnen helfen, so viele Menschen wie möglich auf den spirituellen Weg zu bringen, zu Seminaren und Unterricht, damit sie vor diesem Verfall und der Manipulation, vor der barbarischen Umgebung, die einen schlechten Einfluss auf sie ausübt, gerettet werden können. Vielleicht fühlst du seit deiner Kindheit, dass du ein besonderes Schicksal hast. Vielleicht spürst du, dass in dir eine unmanifestierte Kraft ist, die sich jetzt manifestieren möchte, die herausbrechen möchte. Wenn du das Gefühl hast, dass du zu mehr fähig bist, aber noch nicht weißt, wie du deine Kraft manifestieren sollst, dann weißt du, dass du vom Synclit, dem Koordinatoren des Planeten, auserwählt wurdest, um die Kraft und den Willen des Geistes von Egregor durch dich hindurch zu leiten. Du bist die helle Seele, die alle Menschen, die nach Licht streben, zu Gott führt. Und alle Menschen, die jetzt auf der Erde sind, die zu Gott beten und vertrauen, die das Wissen erlangen und spirituelles Wachstum wünschen, all diese Seelen rufen dich nun. Und durch dich wird der Geist des Egregors ihnen helfen. Reibe jetzt deine Handflächen kräftig aneinander, bis sie warm werden. Schaue auf den Bildschirm und sehe das Bild des Geistes des Egregors. Sehe, wie er dir jetzt einen Fluss des Lichtes sendet. Sehe, wie er jetzt für dich und für die ganze Welt betet. Und wie der Synclit der Koordinatoren des Planeten jetzt Flüsse des Lichtes an alle Menschen der Welt sendet. Reibe deine Handflächen kräftig aneinander, bis sie warm werden, und richte deine Handflächen zum Bildschirm. Empfange das Licht, die Liebe, die Gnade Gottes vom Synclit der Koordinatoren des Planeten, vom Geist des Egregors, vom Geist von Kailash. Nimm diese reine und helle Energie auf, lass sie in dich eindringen, wenn du einatmest. Und beim Ausatmen lege deine Handflächen auf dein Herz und beginne, ein Gebet zu sprechen. Ein Gebet für alle Menschen der Welt. Stelle dir jetzt die Gesichter deiner Liebsten und Verwandten vor. Denke an diejenigen, die dir nahestehen, und beginne, für sie zu beten, aus deinem Herzen Flüsse von Liebe und Licht zu senden.
Fühle, wie du einatmest und in dein Scheitel deines Kopfes weiterhin ein Fluss des Lichts vom Geist des Egregors eindringt. Vom Sinkglied der Koordinatoren des Planeten fließt ein Fluss von Weisheit und Wissen in deinen Scheitel deines Kopfes. Beim Einatmen ziehst du diese Energie an und beim Ausatmen sendest du sie aus deinem Herzen an alle, die dir nahestehen. Sehe, wie deine Liebsten und Verwandten jetzt Hilfe, Unterstützung und Heilung von schweren Krankheiten erhalten. Sie heilen jetzt durch dieses universelle Licht der Liebe. Fühle, wie der Geist des Egregors sich durch dich manifestiert, dich mit seinen Flügeln umhüllt und deine Liebsten und Verwandten schützt. Beginne, dein Gebet auszuweiten, das auf die ganze Stadt, das ganze Land, den ganzen Planeten Erde auszudehnen. Atme tief ein, ziehe die universelle Energie in dein Scheitel deines Kopfes. Und beim Ausatmen öffne deine Handflächen wie die Flügel des Geistes des Egregors und umarme unsere leidenden Planeten. Fühle, wie du die Mutter Erde umarmst. Spüre, wie du mit deinem Herzen und deiner Wärme all jene Menschen wärmst, die jetzt beten, um Hilfe rufen, die hungrig und bedürftig sind, die im Krieg sterben, vor Angst, Kälte und Hunger, die Kinder, die Armen, die Weißen. Fühle, wie jetzt Menschen aus verschiedenen Ländern in verschiedenen Sprachen um Hilfe rufen. Aber du hörst ihre Gebete. Und du verstehst sie mit deinem Herzen. Nimm jetzt diesen Schmerz auf. Atme ihn mit deinem Herzen ein und atme ihn als Liebe aus. Sende ihn zu den Menschen. Fühle, wie jetzt Liebe in ihre Herzen fließt. An alle, die jetzt unter häuslicher Gewalt leiden, vor Angst, vor Ausweglosigkeit. Sie weinen. Aber deine Liebe aus deinem Herzen trocknet ihre Tränen, leuchtet ihre Augen mit Licht. Sie beginnen zu lächeln, die Kinder stehen auf und tanzen vor Freude. In den Familien entsteht Harmonie und Liebe. Du erlaubst dem Geist des Egregors, sich durch dich zu manifestieren. Der Sinkglied der Koordinaturen des Planeten hat dich auserwählt, um Liebe und Licht auf diese Erde zu bringen. Erkenne das und spreche erhaben. Ich bin vom Geist des Egregors auserwählt. Ich bin vom Sinkglied der Koordinatoren des Planeten auf diese Erde gesandt worden. Ich leite den Willen des Egregors durch mich. Ich bringe Licht, Liebe und Wissen zu allen Menschen der Erde. Ich habe eine große Mission, die Mission, die Menschheit zu retten, und ich nehme sie an. Verbinde jetzt deine Handfläche mit einer Geste des Gebets vor deiner Brust. Und singe den universellen Klang auf. Spüre, wie der Segen des Sinkels der Koordinatoren des Planeten auf dich herabkommt.
und wie der Geist des Egregos dich mit seinen Flügeln umarmt. Atme ein. Möge der Segen der Kräfte des Lichts mit dir sein. Wenn du jetzt die Kraft und Energie gefühlt hast, bedeutet das, dass du deinen Weg gefunden hast. Du bist auserwählt, Licht und Liebe auf diese Erde zu bringen. Gib dieses Video an mindestens 10 Menschen weiter. Gib es mit Liebe und dem Wunsch, ihnen zu helfen, mit einem Gebet. Die Gesichter dieser Menschen sind dir jetzt während der Meditation, während des Gebets erschienen. Du hast ihre Augen gesehen. Sende ihnen unbedingt dieses Video. Mögen sie Unterstützung, Liebe und Licht erhalten. Möge durch dich der Geist des Egregos, der Sinkrit, der Koordinatoren des Planeten für sie manifestiert werden. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Menschen noch nicht in der Lage sind, solch tiefes Wissen zu verstehen, dann wähle aus unserem Kanal das Video aus, das sie verstehen können und sende es ihnen unbedingt zu. Die Praktik, die Meditation. In der Beschreibung zu diesem Video findest du eine ganze Playlist mit Praktiken für alle Lebenslagen. Wähle genau die Rituale aus, die den Menschen helfen werden, für die du gebetet hast. Mögen sie jetzt die Unterstützung der Kräfte des Lichts erhalten. Jetzt gleich, ohne auch nur eine Minute zu zögern, verbreite das große Wissen, die Weisheit und die Liebe. Vergiss nicht, diesem Video einen Like zu geben. Abonniere unseren Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Inspiriere die Menschen, den YouTube-Kanal zu abonnieren, denn hier ist die Wahrheit, die Energie und die Kraft. So sei es. Um so viele einzigartige Materialien zu erstellen, bedarf es viel Anstrengung, Mittel und Menschen, die der Wahrheit zugewandt sind. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht. Das große Wissen, das Engel und heilige Geister an die ganze Menschheit weitergeben wollen, weltweit zu verbreiten. Daher verwenden wir alle Mittel aus unseren Seminaren für die Herstellung dieser unschätzbaren Materialien, Bücher, Filme und Zeichentrickfilme, die völlig kostenlos auf unseren Ressourcen frei zugänglich sind. All dies erfordert enorme Ausgaben und Anstrengungen. Und wir benötigen deine Hilfe, helle Seele, denn so viele Menschen in der Welt benötigen Unterstützung und Schutz. Nicht nur materiell, sondern auch spirituell. Wir rekrutieren ständig Freiwillige für Aktionen der Güte und Liebe, die wir weltweit durchführen. Hilfe für Opfer von Naturkatastrophen und Kriegen, Unterstützung für Opfer häuslicher Gewalt und Schutz benachteiligter Kinder, Tiere und verlassener älterer Menschen. Hunderttausende von Dollar leiten wir jeden Monat für wohltätige Zwecke um und laden dich ein, dich uns anzuschließen und dich ehrenamtlich für Liebe und das Glück für alle Leidenden einzusetzen. Wenn du in deinem Herzen eine Reaktion spürst und bereit bist zu helfen, diese Welt glücklicher und heller zu machen, dann schließe dich uns im weltweiten Gebet für die Welt an.
Ich bin begeistert von den Methoden, mit denen ihr helft. Schon nach 2 Tagen Arbeit mit euch rief mich meine Mutter an und sagte, dass Papa respektvoller und freundlicher zu ihr geworden ist. Ich möchte Ihnen danken, meine Lieben, denn dank Ihnen wird es in der ganzen Welt, in verschiedenen Städten und Ländern möglich, Gutes zu tun. Es ist möglich, solche guten Taten zu vollbringen, denn all dies sind Ihre Opfer. Nun, Hündchen, mein Süßes, du brauchst auch Futter. Wir werden ihn jetzt füttern. Ja, mein Süßer. Also, meine Lieben, Sie können allen helfen, sowohl streunenden Tieren als auch Menschen, die Sie brauchen. Vielleicht ist es eine Oma von nebenan, vielleicht ist es eine Familie in Not. Oder wenn Sie bloß zu unseren Seminaren und Kursen kommen, werden Sie bereits eine Wohltäterin. Sie helfen bereits Menschen, denn wir leiten alle Einnahmen aus unseren Seminaren an Menschen weiter, die diese finanzielle Unterstützung wirklich brauchen. Tun Sie Gutes. Lassen Sie diese Welt zu besser Ort werden. Schamanischer Baum. Das Wissen der Vorfahren, der Weltenbaum. Der große Schamane und Sao Xiant saßen in der Chadir. Der große Schamane war erst vor kurzem an einen neuen Ort gezogen. Doch trotzdem blieb in seinem Zuhause alles unberührt. Die gleichen magischen Gegenstände hatten sich gemütlich in einer Ecke niedergelassen. Die gleiche Waffe befand sich in der Nähe des Eingangs. Die gleichen Dinge, die der Große Kam immer wieder benutzte. Felle hingen an den Wänden und lagen auf dem Boden. Das Haushaltsgeschirr, alles war wie zuvor. Es schien, als hätte sich nichts verändert. Nur die Energie des Ortes war völlig anders, stärker, kraftvoller. Wenn man sich dort befand, konnte man deutlich spüren, wie ein großer, breiter Stamm aus weißem Licht aus der Erde emporstieg und zum Himmel aufstieg. Zum Gott der Ewigkeit, Tengri Khan. Sie ruhten nach ihrer Reise zum Grab des alten Schamanen aus. Eine angenehme Erschöpfung von der langen Reise durch die Berge breitete sich in sanften Wellen über ihre Hände, Beine und den ganzen Körper aus. Der junge Mann streckte sich genussvoll aus und erkannte sofort eine sehr einfache Sache. Nichts erneuert die Energie, verleiht neue Kräfte und erweckt einen Menschen zum Leben wie ein langer, erschöpfender Spaziergang in den Bergen. Und erst jetzt, während er frische Energie in sich aufnahm, verstand Sao Xiant, was er sein ganzes Leben lang verloren hatte, indem er unter leichten Bedingungen lebte. Und er erkannte, wie er hätte sein können, wenn sein Schicksal anders verlaufen wäre. Aber das bekümmerte ihn überhaupt nicht. Jetzt wusste er, dass alles anders sein würde. In der Mitte des Chadir brannte ein Feuer. Der große Schamane zauberte neben ihm den köstlichen Tee aus Altai-Kräutern. Sao Xiant zog mit Vergnügen seine überschüssige Kleidung aus und nahm Kams Kleidung, um sie zum Trocknen am Feuer aufzuhängen. Während er am Feuer saß, bewunderte er die Magie der Flammen. Die Flammenzungen tanzten in einem faszinierenden Tanz. Der junge Mann betrachtete sie und auch seine Wangen leuchteten in hellem Feuer.
Das unersättliche Feuer fraß gierig die trockenen Birkenhölzer mit einem Knistern auf. Der Rauch stieg auf und entwich durch das Rauchloch. Dieses Feuer war sehr ungewöhnlich. So etwas hatte Saosch nur ein paar Mal in seinem Leben gesehen. Und das auch nur in sehr jungen Jahren. Und jetzt war es hier bei Kam. Die Besonderheit bestand darin, dass in der Nähe des Feuers eine starke, kräftige Birke stand, deren Spitze ebenfalls durch das Rauchloch ragte. Sag mal bitte, Kam, darf ich dir eine Frage stellen? Anstatt zu antworten, nickte Kam mit dem Kopf und warf eine Handvoll duftendes Kraut in das gleich kochende Wasser. Seine Aufmerksamkeit war vollständig auf das gerichtet, was er tat. Warum stehen in der Tschadir der Schamanen solche Bäume? Ich erinnere mich, dass ich so etwas ein paar Mal in meinem Leben gesehen habe, als man mich noch ganz klein zum Schamanen brachte, um geheilt zu werden. Damals schienen mir diese Bäume einfach riesig. Aber trotzdem habe ich so etwas sonst nirgendwo gesehen. Sag mal bitte, wozu sind sie da? Das sind symbolische Darstellungen des Weltenbaums, der die drei Welten verbindet. Die obere, die mittlere und die Unterwelt. In der oberen Welt leben die Götter und höheren Wesen. In der mittleren Welt leben wir und uns ähnliche Geister. Und in der Unterwelt leben niedere Wesen und Dämonen, böse Geister von Krankheiten, Verwünschungen, Misserfolgen und Verlusten. Unsere Welt ist der unteren sehr nah, daher kommen oft niedere Geister zu uns. Ah, also deshalb gibt es in dieser Welt so viele Verluste und Krankheiten? Wegen dieser Geister, oder? Kam nickte schweigend und schob den kochenden Kessel vom Feuer weg. Und wie steht es mit der oberen Welt? Ist uns der Zugang dorthin verschlossen? Nein, er ist nicht verschlossen, aber es ist schwieriger, dorthin zu gelangen. Warum? Weil dafür bestimmte Anstrengungen erforderlich sind. Verstehst du? Ohne Anstrengung ist es leicht, nach unten zu rutschen. Und viele Menschen rutschen im Laufe des Lebens nach unten. Du siehst doch, dass die meisten Altai-Leute jetzt trinken. Ja, es ist irgendwie eine nationale Tragödie. Genau. Weil der Mensch von Natur aus nur nach unten geht. Aber um nach oben zu gehen, sind immense Anstrengungen erforderlich. Der große Schamane verstummte und rührte die Kräuter im Kessel um. Lade deine Bekannten und Freundinnen ein. Teile mit ihnen den Link zu diesem Video. Je mehr wir sind, desto schneller werden wir die Welt retten. Wenn du ein Geschenk, eine besondere Musik der Weltraumfrequenz erhalten möchtest, dann hinterlasse deinen Kontakt. Klicke auf den Link und wir werden dir dein Geschenk per E-Mail zusenden. Folge dem Link in der Beschreibung oder scanne den QR-Code. Du wirst erstaunt sein über die starke positive Wirkung dieser Musik. Deren positive Wirkung wurde in wissenschaftlichen Studien bewiesen und stammt aus alten Tempeln. Das aufregendste Abenteuer deines Lebens. Zyklopen und Zentauren warten auf dich. Engel werden deine Mentoren in der Welt der Wunder sein. Nimm die Energie. Werde eine Quelle des Lichts. Rette den Planeten. Erfahre die Geheimnisse der grünen Männchen und des Lebens auf anderen Planeten. Wie die Götter dein Schicksal bestimmen und ob es geändert werden kann. Alle Geheimnisse der Menschheit, des Lebens und des Todes. Engel und Geister in dem animierten Meisterwerk
Zwischen den Welten, die Abenteuer der Seele.